Ja, moin moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rust. Ja, unser Herr Zago, der mit dabei ist, der muss sich erstmal wieder sein Werkzeug holen. Ne? Der wollte wieder rauskommen wie so ein Nein. Friseur. Ich wollte doch nur euch schon mal das Geschütz zeigen, was wir hier hingestellt haben. Deswegen bin ich noch mal rein. Richtig. Ah. Dann machen wir mal eine kleine Loot-Runde. Nach dem letzten Mal hat es ja einigermaßen geklappt hier, haben wir ein paar Sachen abgegriffen. So. Was ist das hier? Die Armkiste oder was? Ja. Bettlerkiste. Vorsicht, Stacheln. Hat da irgendeiner dahingesetzt? Ja, irgendwie so ein Spacko. Aber es ist ja wenigstens ein bisschen Loot da Richtung Kraftwerk. Und mal eben das eine Fass hier. Dann schlagen wir natürlich wieder Kraftwerk Richtung erstmal ein. Nur würde ich auch sagen. Vielleicht trifft man da noch mal jemand. Ja, super. Hast du einen Tube mit? Einmal mit Profis. Deute das mal als Nein. Diesmal haben wir beide versagt. Uns versagt ja meistens nur einer. Und der andere hat einen Tube mit, aber diesmal. Zack. Dachte, ich hätte einen Kopf gesehen. Hey. Stimmte mit ihm nicht. Alles gut. Aber das hieß mal mit dem Aufteilen und so, versetzt laufen, das bringt schon was. Ne? Jo, jo. Oh, ich nehme mal die Sachen hier gerade aus. Ja, wie immer. Schon Standardtour hier. Einer da, einer da. Ja, wir können das nächste Mal die Seiten wechseln, so damit. Das ist nicht ganz so langweilig. Nee, erstmal. Nee, gibt's nicht. Ist eingespielt. Jetzt für immer so abgeregelt. Mann, gib uns doch endlich ein verkacktes Waffenlicht. Teppich. Juhu. So. Ja, das Fass nehmen wir auch noch mal mit. Ja. Hey, so. Verschwindet der Loot hier vor meinen Augen. Hä, ja, habe ich einen Bärenteppich schon gelernt oder was? Wann das denn? Wann das denn? Blöde, verkackte Rate, brauchen wir auch nicht. Gehst du mal hier rein, hier? Ich geh da rein. Wow, Wandteppich. Oh, mein Gott. So, ich gehe in das rote Gebäude darüber. Sind auf. Ist nichts mehr da. Hier war jemand. Ja, passiert schon mal. Wer lootet hier? Also hier oben ist alles da. So, ich gehe mal hier beim
Scrabble oben rein. Mich das Schwein jetzt echt verfolgt oder was? Dein Ernst? Ah, hier ist eine Kiste, die andere ist noch nicht da. Bauen. Na, jetzt ist er weg. Tür auch auf. Wenn ich Pech habe, ist da jemand da. Doch, die Kiste ist auch noch da, also ist da keiner. Komm, geh, Junge. Knisters. Gut. Ruhig. Hinten ist nichts. Gehen wir mal hoch. Auch weg. Ja, teilweise ist hier was weg. Aber teilweise, ja. Entweder ist es noch nicht wieder dahin gespawnt oder. Gut, da vorne bist du ja überall zugange. Wo ich ja dann nicht hinkomme. Na. Mal hier den LKW. Schon wieder ein NPC da hier. Bist du vorne am Ausgang oder was? Ja, an der Bushaltestelle bin ich. Also hinten. Mhm. Ja, wir können ja hier noch weitergehen. Hier war ja jetzt nichts so großartig viel. Ich komme wieder runter. Ja, Papa kommt. Er hat aber einen Sprint angesetzt, der NPC. Der rennt gerade ins Kraftwerk rein, nur damit er Bescheid weiß. Komplett Banane, die Jungs. Bist du noch bei der Bushaltestelle? Ja, da ist ein NPC, ich muss den eben wegmachen. Macht der dich gleich irgendwie. Alter! Unter seine Kollegen. Ach, hab ich gar keine Munition mit. Das ist natürlich ganz groß. Ja, komm mal zurück zu mir hier. Ich bin direkt bei dir hier. Naja. Komm mal hier in die Mauer. Dann kann ich dir Muni geben. Ja, ich hab ein bisschen. Der läuft. Jetzt läuft er weg. Noch einer. Jetzt läuft der echt weg, ey. Oh, komm mal her. Hier. Ja, danke. Ja, der kommt bestimmt gleich zurück, muss man ein bisschen aufpassen. Mit seinen Kollegen. Ja, wer weiß. Holt er seine Robocop-Freunde. Mhm. Ja, wir müssen eh die Richtung. Die Richtung ist der Loot. Ist auf jeden Fall schon angefrackt. Wo ist er hin? Keine Ahnung. Hat aber einen Sprint angesetzt. Also irgendwas muss er noch rumrennen hier. Immer zum LKW. Ja, normal müssen wir mal die rechte Seite, da stehen so viele Fässer immer. Scheiße. Wieder ein Leppi. Leppi, Leppi, Leppi. So. Wo können wir auf dem Rückweg mitnehmen, die Fässer kommen? Die Straße mal lang. Fernglas, weil wir so wenig haben. Ja. Wenn man Waffenlicht draus basteln. Das ist echt weg, ne? Ich verdrückt. Na, wer weiß, der wartet sich irgendwo und kämpft. Aber der ist verblutet, oder was?
Keine Ahnung. Hier ist auch nichts da, oder was, ne? Gar nichts. Naja, die Straße ist immer leer hier. Ja gut, dann brauchen wir nicht weiter rein, macht ja keinen Sinn. Da ist ein Bär. Na, aber Bärenfleisch haben wir ja genügend. Dann lass uns rechts lang die Fässer alle mitnehmen. Dann können wir vielleicht die andere Straße nochmal zum Schwefelsteinbruch. Da ist meistens was da. Oh, ein bisschen was haben wir hier schon wieder. Ja. Ein bisschen, ne? Der kleine Vieh macht auch Mist, ne? Das auf jeden Fall. Geh los. Ist das da? Hey, was zu essen? Was zu trinken? Na, geht die Strahlung. Na. Na. Mann, 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 manchmal. Manchmal möchte ich schon mit dir planen, oh. planen. Willst du essen? Ich habe wieder vergessen, irgendwie zu essen, wie immer. Jeder ist super. Oder der verbraucht zu viel Kalorien. Ja, ich glaube auch, das ist, weil er immer unterwegs ist hier. Oh, das verkackt die große Holzschilder. Hey, ein Wasserding, das wird auch mal Zeit. Können wir dann noch vor der Tür setzen. Einmal Ausrüstung. Gut, warte mal, da oben ist ein Sulfur, den nehme ich mit. Was hast du denn? Lohnt sich zum Scrapper zu gehen? Nee. Ich hätte... Nee. Ich hab ein bisschen. Hast du gar nichts? Doch, ein bisschen was. Ja, dann geh mal her. Dann gehe ich eben fix. Jetzt muss ich erstmal hier den Stein mitnehmen. Ja, ich bin doch bei dir. Schmeiß doch eben hier hin. Oh, können wir gehen. Fertig, ey. Ja, das geht ratzfatz bei mir. Ja, ne? Dann sag doch, dass du gleich kommst, dann hätte ich sogar nicht hinlaufen brauchen. Ja, doch gesagt, warte kurz, ich muss noch den Stein mitnehmen. Mhm. Hat er gesagt. Mhm. Glaube ich zumindest. Mhm. Guck mal, hier läuft er einfach dran vorbei. Wo? So, ich sag, ja. Was? Was? Da war vorher nichts drin. Klar war dann fast drin. Ja, aber vorher nicht, wo ich drin war. Sicher. Gleich schritt die Treppe hoch. Das sah aus. Alle Türen auf hier. Unglaublich. Ja, so kürzlich das. Damit sie uns direkt sehen und uns in die Fresse schießen können, ne? Natürlich. Ja, nimmst du raus. Ich gehe mir hier raus vor die Tür. Mache ich. Damit ich die sehe, wenn sie hier die Treppen hochkommen. Obwohl, eine brauchen wir auf jeden Fall. Weiß nicht, ob wir noch Plan zu Hause haben. Ja,
ein Epi packe ich mal rein. Einen behalten wir mal fürs Geschütz. Aber dann haben wir schon mal mehr drei Tech Trash. Das machen wir. Sehr gut. Fertig? Jo. Wow. So. Treppen sind zu fein für dich, oder? Ja, kann ja auch springen. Macht ja keinen Schaden, wenn er da runter hopst. Geht er schneller. Ja, lass uns mal hier rüber zu der Straße noch. Wieder ein Teppich. Ein Bazar aufmachen. Oh, eine Armbrust. Ein Bär, pass auf. Naja, hab ich gesehen. Wieder ein Leppi. Gleich wieder da, ne? Meinst du? Fass stellt sie hin, das ist ja Wahnsinn. Und die Kiste machst du nicht mehr auf oder was? Ne. Ist der Herr sich zu fein, ne? Ja. Unter meinem Niveau. Na, hier, komm mal her. Nimm mal das mit und den. Scrabben gehen da vorne. Bleib draußen und halt Wache. Ich meine, hier ist auch nochmal ein Fass stehen lassen, ne? Zu dem kleinen Scrabber oder was? Ja, hier vorne direkt. Ja. Guck mal, ist schon wieder was nachgespawnt hier. Was denn los hier? Schwein und Bär, die sich gegenseitig anglotzen oder was? Sag mal, wo hänge ich denn jetzt fest? Manchmal. Manchmal, da sind immer drei Fässerchen. Sehr schön. Hey, Gummistiefel, ne? Die, da kann ich mich jetzt tothauen. Ne? So viel Folie, wie wir da haben. Squippen. Ja, geh ich doch. Hier, komm. Ja, ich bin doch hier. Du musst doch reingehen. Ich guck hier. So, ich latsch rein. Ja. Warst du eigentlich vorhin hier drinnen? Nee, ne? Wo? Warst du? Hier, oben. Scheiße, geh doch gar nicht zur Tür rein. Schalt mal an den Scheiß. Und doch, ist keine Kiste da. Lass mich raus, ey. Mach doch nicht. Auch eine Kiste. Halbautomatische können wir gebrauchen, ne?
Kannst du reinhauen erstmal. Wir haben ein paar liegen, das muss erstmal reichen. Wir haben eh noch keine halbautomatische. Metallkling. Metallkling kannst du behalten. Da kriegst du eh nur einen raus. Die brauchen wir für Werkzeug. Rohre, Federn behalten. Zahnräder kannst du ruhig. Und den Deck-Thresher behalten. So, ich komme raus. Bin hinter dir. Gut, los geht's. Los geht's. Ein bisschen Material haben wir jetzt. Was ist so? Auf jeden Fall gelohnt. Na, knapp 200 Scrap, glaube ich. Ja, also ich habe auch 182. Tech Trash und Leppy. Und so weiter. Sofastein, den nehme ich mal mit. Ja, ich laufe mal zum Butze schon mal vor, ne? Ja, ich komme. Das letzte haben wir Tiere gesucht. Jetzt laufen da so viele Tiere rum. Ja? Ja, hier ist alles voll. Das ist immer, wenn du was suchst, ne? Kannst es vergessen. Wenn du es nicht suchst, da steht es überall rum. Sogar Bären hier. Ja. Leider kein Platz, sonst hätte ich jetzt ein paar weggeknallt eben. Mit dem Schalli. Aber leider kein Platz. Da ist nur Zahn. Naja. Juti, das eben rein. Dann nochmal ein paar Bäumchen eben, dass wir die Öfen nochmal anschmeißen können. Mal gleich Pause machen und dann ist gut. Ja, wir haben den Panzer jetzt ein bisschen abgesichert hier. So, kann man ein paar Sachen loswerden hier. Und drüben rein und hier rein. Ja, yeah, der erste Stacky ist voll. Fehlt ja nicht mehr viel bis zur Werkbank. Federn haben wir auch genug, so stark. Ach, Stoff habe ich auch noch einen Haufen. Bin da. Ja. Schon was zu trinken. Das mal so. Teppiche. Können wir auch noch mal ein bisschen verlegen hier eben. Die habe ich gescrapped. Warum? Die geben doch Dingens. Ja. Ja, nee, wenn nee. So viele Teppiche schon rumliegen. Ja, ja und aber hier nicht, wo langläufst. Kommst du rein und bist direkt geheilt, Kollege. So, Leppi noch. So. Jetzt wollte ich mal eben diese Wassermoppets bauen. Dann noch ein bisschen Holz machen.
Ja, ich gehe jetzt raus ein bisschen Holz machen. Jo. Perfekt. Oh, da muss ich bestimmt an der Werkbank, wa? Pff, unglaublich, ey. Mann. Zack. Damit wir mal unsere Kanister hier auch auffüllen können. Boah, jetzt wäre ich fast wieder hängen geblieben. Ne? Hier ist noch Holz drin, ey. Ja, Holz haben wir noch ein bisschen was, ja. Kann ich ja schon mal anschmeißen gehen. Hier ist Sulfur, sehr gut. Was ist das noch bei? Dann burnt das. Das kann mit nach oben. Sehr gut. Na, die Putze am Berg ist gewachsen. Ja, das Problem ist halt, da wirst du ohne Ende brauchen. Oder muss halt echt durch die Wände gehen. Ja. Weil die werden den Hauptloot hinten in dem Felsen drin haben. Dann brauchst du C4 ohne Ende. Oder eine Dings halt, ne? Panzerfaust. Ja, du kannst ja auch mit Sprengladung durch die Wände. Also, das ist ja nicht das Problem. Aber das dauert viel zu lang. Ja, wir haben ja dann irgendwann C4, also von daher. Nicht das Problemchen, durch die Wände zu gehen. So, wir sind fertig. Immer noch ein bisschen Sofa, das können wir dann nochmal umwandeln. Weil wir müssen ja auf jeden Fall nochmal ein bisschen Moon machen. Ja, Profi ist Deckis, aber so ein bisschen. Lieber ein bisschen mehr als zu wenig. Man weiß nie. Machen wir mal ruhig nochmal einen Fuffi. Oh, 3000 Holz, das reicht erstmal wieder. Was ist das für eine Einstellung? 3000 Holz reicht erstmal. Na, ich wollte nicht näher an die Putze von den anderen ran. Wenn ich natürlich noch ein Bäumchen so auf dem Weg zurück finde, dann. Naja, müssen wir mal. In die Farmecke. Gut, ich stelle jetzt hier so ein Wassermoped hin, dass du da nicht mehr durchgehst. Ein Wassermoped? Kann ich gar nicht. Kann ich gar nicht auf dem Eis stellen. Das ist natürlich schade. So, tun noch was für die Survivor, die rumrennen. Für die Armen. Mal ein bisschen Wassermoppets mehr hingestellt. Können sie auch mal was trinken zwischendurch. Gut, Kisten ist leer. Das haben wir. Perfekt. So, ich komme erstmal zurück. 2, 4, knapp 5000. Da hast du aber Gas geben, ne? Sehr gut. Ich ja. So, hatte ich jetzt hier alle angemacht, oder was? Ja, ne? Ja. Ja, gut, Leute. Ich würde sagen, damit sind wir am Ende einer Folge. Bedanken wir uns fürs Zusehen. Jo. Boah, war jetzt nicht so actionreich, aber, ne? Muss auch mal sein. In diesem Sinne, bis zum nächsten. Jo, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.